Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video. Wir schminken heute was und wie könnte es anders sein? Werde ich meine zwei Sachen von MAC heute benutzen. Ich werde auch mein ganzes Gesicht machen. Oh ja, oh Wunder. Wir fangen einfach erstmal damit an, Augencreme aufzutragen. Und zwar ist das die von BB More, so wie eigentlich immer. Und die gebe ich erstmal unter meinen Augen. Und dann werden wir die Urban Decay Primer Potion auftragen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich bin immer noch nicht begeistert von ihr. Ich habe sie eben jetzt da, darum benutze ich sie, aber also bei mir creased das schon ganz schön, muss ich sagen. Und ich benutze jetzt nicht irgendwie zu viel oder zu wenig, glaube ich. Ihr habt jetzt gesehen, wie viel ich genommen habe. Ich zeige euch das einfach beim anderen Auge nochmal. Also, ich nehme so viel. Und jetzt nehme ich mir den Paint Pot in Constructivist. Ich kann das immer nicht aussprechen. Kann man es lesen? Wenn nicht, tut es mir sehr leid. Und ich werde das jetzt erstmal mit diesem Pinsel von Evelyn ausprobieren. Weil einige ja meinten, dass man damit auch gut diese Color Tattoos auftragen kann. Und darum werden wir es jetzt einfach mal probieren. Also die Haltbarkeit von diesem Teil ist übrigens bam. Mit einfach nur Wasser bekommt ihr das nicht weg. Ich habe das ja vorhin geswatcht gehabt und ja, man braucht schon Make-up-Entferner oder irgendwie wenigstens Seife. Jo. Und für die Lidfalte werde ich vom P2 aus der Golden Crown LE diesen Lidschatten hier nehmen. Das ist die Farbe Brown Gem. Und der sieht so aus. Also farblich sind die sich sehr ähnlich, was ich sehr schön finde. Also vom Augen-Make-up her wird das irgendwie, glaube ich, heute sehr unspektakulär werden, wie ich das jetzt hier schon sehen kann. Ich hoffe, es stört euch nicht. Und dann nehme ich mir einen Blendepinsel und meinen Puder. Und werde das einfach so ein bisschen ausblenden. Vielleicht möchte ich hier doch noch ein bisschen was Helleres haben. Ich habe das jetzt gerade hier, weil ich es auch benutzen werde. Ich werde von Essence diesen Sun Club All-in-One Bronzing Highlighter nehmen. Und werde davon aber hier die mittlere Farbe nehmen. Und gebe mir die hier so auf die Mitte des Lides. Einfach um ein bisschen mehr Dimension zu schaffen. Und das gleiche gebe ich mir noch hier unter die Augenbraue. Als nächstes nehme ich von Baby Skin den Pore Minimizer. Der sieht so aus. Und kaschiert sofort vergrößerte Poren, ohne zu verstopfen. Ultraleichte Textur lässt die Haut atmen. Und ich finde den echt super. Und zwar finde ich den auch toll als Make-up-Unterlage. Ich habe ein bisschen viel jetzt erwischt. Ist ein bisschen viel jetzt, aber ja. Ich gebe den verstärkt hier auf die Wangen auf. Und auf die Nase. Aber eben auch ein bisschen auf die Stirn. Und mein Handy klingelt. Bis dann. Tschö. So. Ja, ich habe den Pore Minimizer eben verstärkt hier auf die Nase und auf den Bereich aufgegeben. Aber habe ihn eben auch noch so generell etwas verteilt. Und jetzt nehmen wir uns das Make-up. Wenn ich den Deckel finde hier. Und zwar ist das immer noch von Astor, das Perfect Stay Make-up. Da habe ich immer noch diese Größe und ich werde mir das auf jeden Fall nachkaufen, weil ich finde es großartig. Und ich habe einen Tipp bekommen von der lieben Easy Peasy bei Instagram. Und zwar nimmt sie immer den Puderpinsel von Evelyn als Make-up-Pinsel, der jetzt auch gewaschen werden muss mal wieder. Wie dem auch sei, ich habe auch zuerst gedacht, es war ein Puderpinsel, aber es ist fantastisch. So, ich werde erstmal hier jetzt ein bisschen Make-up auf meine Hand aufgeben.
und werde dann, ich brauche einen Spiegel, werde dann hier so einfach ein bisschen reindatschen und gib mir das dann eben auf die Wange, nicht auf die Wange, auf die Haut und arbeite das so ein mit dem Pinsel und ich sag's euch, Leute, es funktioniert fantastisch. Ich habe ein bisschen viel Make-up auf der Hand, aber was soll's. Also Leute, wirklich, das ist so, so gut. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt überhaupt sehen könnt. Vielleicht komme ich mal ein bisschen näher. Das verteilt das so, so schön natürlich auf der Haut und es gibt eben auch nicht zu viel Farbe ab. Ihr wisst, was ich meine. Also ihr habt dann da nicht irgendwie so fette Make-up-Schichten im Gesicht. Also ich finde es einfach fantabulös. So, da wo die Rötungen sind, mache ich immer gerne ein bisschen mehr hin. Ja. Und schon haben wir Make-up aufgetragen. Ich weiß nicht, hier oben sieht es aus, als hätte ich Bronzer drauf oder so. Habe ich aber überhaupt nicht. Warum? Weiß kein Mensch. So. Make-up haben wir verstrichen. Weiter geht's. Ich nehme jetzt, wie ich vorhin schon gesagt habe, von Essence diesen Sun Club Dingens und diesen Pinsel von Catrice und ich gehe immer ja nur hier in diese dunkelsten Farben rein und fange dann an, etwas zu konturieren. Ich gucke da hinten in den großen Spiegel hinter der Kamera, falls ihr schon gewundert habt. Das verstärkt diesen Effekt, der natürlich jetzt noch irgendwie mehr, als hätte ich da irgendwie schon davor was drauf gehabt. Habe ich aber nicht. Was ist denn da los? Nobody knows. Ja, das hätten wir auch geschafft. Ich werde jetzt einmal meine Augenbrauen und meine Wimpern machen. Da gibt es nichts Neues zu berichten. Ich benutze dieses Augenbrauengel, ich benutze den Essence Augenbrauenstift und für die Wimpern benutze ich immer noch die Lash Princess Mascara von Essence. Und das werde ich mir eben machen. Ich finde, dass noch ein bisschen mehr Dunkel in die Lidfalte könnte. Darum nehme ich nochmal... Was nehme ich denn? Ich nehme nochmal diesen Pinsel und gehe nochmal in das P2 Lidschatten-Ding. Schön habe ich das jetzt beendet, weil ich falsch angefangen habe, ne? Ja. Und gebe mir das hier einfach nochmal ein bisschen in die Lidfalte und blende das so ein bisschen hoch. Mein Laptop ist übrigens voll. Ich muss jetzt anfangen, die YouTube-Videos auf eine externe Festplatte zu ziehen. Das ist schon das zweite Mal, dass ich das machen musste. So. Ich werde jetzt meine Wimpern tuschen, wie ich euch vorhin schon gesagt habe. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Et voilà. Vielleicht hier oben noch etwas Puder. Und jetzt gehen wir über zu Blush. Da werde ich heute benutzen diese Palette von H&M, beziehungsweise werde ich diese beiden hier mischen. Und ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein, weil ich glaube, die Pigmentierung ist sehr gut. Probieren es mal. Das ist ein Haar. Okay, Vorsicht. So, wir werden natürlich gleich das Skin Finish von MAC verwenden. Aber ich wollte euch mal eben zeigen, welche Kombi ich heute, nicht heute, im Moment besonders mag. Wenn ich hier fertig bin. Das ist immer so, wenn ich hier in den Spiegel gucke, sieht man vom Blush überhaupt nichts. Eigentlich darf ich mich darauf aber nicht verlassen, weil sonst sehe ich nachher aus wie ein Clown. Ja, es geht noch. Aha. So, welche Kombi ich besonders gerne mag im Moment,
vom P2 dieser Liquid Highlighter und dazu Betty Luminizer. Betty Luminizer ist mir runtergefallen. Ja, und schaut mal, was passiert ist. Ja, muss ich wieder reinkleben. Hier vorne ist zum Glück so gut wie nichts passiert. Das ist so ein kleiner Riss, aber was soll's. Ich zeige euch das mal eben auf meiner Handfläche. Also ich gebe dann immer von diesem Liquid Dingens was auf. Der schimmert ja auch schon total schön. Ich weiß nicht, hier könnt ihr den, glaube ich, ganz gut sehen. Hoffentlich. Und dann nehme ich eben Betty Luminizer. Ich mache das jetzt natürlich in Extrem. So mache ich mir das nicht auf die Wange. Aber ich gebe den drüber. Könnt ihr es sehen? Ja, das mag ich im Moment super gerne. Aber wir machen heute natürlich das mit dem anderen. Und das ist ja auch eher Gold und das andere ist nicht Gold. Und ne, wisst ihr Bescheid. So, ich mache jetzt erstmal meine Hand wieder ein bisschen sauber. Die ist nämlich total am Glitzern. Und jetzt nehmen wir uns Lightscapade. Und ich zeige ihn euch nochmal. Ich muss ja sagen, ich habe am Anfang voll die Probleme gehabt, das aufzumachen, obwohl es ja total leicht geht. Und das ist er. Oh. So. Let's go. Ich nehme da diesen Pinsel für. Ich weiß noch nicht, wie ich davon nehmen muss. Kann, darf. Und gib mir den hier so. Könnt ihr davon was sehen? Ich hoffe doch. Ich hoffe, ihr könnt sehen, wie schön er ist. Oh, ich bin verliebt. So. Ja, das heißt, unser Gesicht ist fertig bis auf Lippen. Auf die Lippen werde ich heute geben Miss Sex in the City von P2. Das ist so ein Ton. Den trage ich mir eben auf. Und fertig sind wir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt alles so gut erkennen könnt. Ich komme mal noch mal näher wegen den Augen. Und ja. Sex in the City. Und die Wangen. Seht ihr diesen schönen Schimmer? Ich bin verliebt. Ja, Leute. Das war mein First Impression mit meinen neuen MAC-Sachen. Und auch so ein bisschen einfach mal Geschminke, Gulaber. Empfehlung. Ja, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns ganz bald wieder und bis bald. Tschüss!